Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und ich bin ganz alleine, wie ihr seht, aber Miriam ist trotzdem dabei. Hallo Miriam. Die steht nur gerade nicht bei mir. Oh, wir hatten hier noch ein paar Lücken gelassen. Für uns geht es tatsächlich gerade nahtlos weiter von der letzten Folge. Das heißt, wir haben hier noch keinen Cut, konnten noch nicht auf eure Kommentare oder irgendwas eingehen. Aber wir werden natürlich zur nächsten Folge wieder fleißig lesen. Das versprechen wir euch. Weil ihr gebt uns wirklich immer sehr, sehr hilfreiche Tipps. Ich mache es jetzt erstmal zum alten Zustand hier wieder. Und bevor wir jetzt hier gleich weiterbauen und dekorieren, und in dieser Folge werden wir auch auf jeden Fall noch die Brachios ausbrüten, fliegen wir jetzt erstmal einmal zu der guten Miri, denn die hat in der letzten Folge, als ich hier diese ganzen Glasdinger gemacht habe, hat sie das Haus ein wenig weitergestaltet. Und ich stelle mich jetzt einfach mal vor die Tür und lasse mich von ihr abholen und dann darf sie uns eine Roomtour geben. Guck mal, dein Hündchen ist auch schon hier. Hat der eigentlich schon einen Namen? Nee, den habe ich aber letztens mal hier rüber geholt, weil der immer noch im alten Haus war. Oh, im ganz alten Haus. Der Arme. Ja, willst du ihm selber einen Namen geben oder wollen wir mal nach Namensvorschlägen in den Kommentaren fragen? Erstmal brauchen wir ein Schild, um den Namen zu geben, ne? Ja, aber trotzdem. Wir können ihn ja trotzdem schon mal taufen. Man kann ihn ja schon mal so nennen. Oder willst du warten, bis wir ein Schild haben? Also eigentlich ja schon. Decisions über Decisions. Okay, dann warten wir noch. Bis dahin vergesse ich schon wieder. Okay, dann warten wir noch. Let's go, rein in the house. Show me. Oh. Oh. Oh my god. Was gibt's denn hier alles für krasse Sachen? Du kannst das hier, ne? Das soll übrigens weiß sein. Das ist aber rosa. Ja. Das ist so marmorrosa. Kannst da übrigens auch Rechtsklick drauf machen, ne? Du kannst da Sachen reinlagern. Ehrlich? Macht ja sogar Geräusche. Den Herd, auf den Papierkorb. Kann man da Eisen drin brodeln, braten? Bestimmt. Cool, kann man hier auch... Oh mein Gott, hier kann ich Müll reinschmeißen und wegmachen. Was ist das denn? Holy moly. Das ist ja übel cool, diese Mods. Kühlschrank. Okay, was ist das hier? Ist das eine Truhe? Das sollen Wandschränke sein. Ah, ist ja mega cool mit den ganzen Deko-Sachen. Natürlich wird es jetzt wieder dunkel. Egal, passt schon. Sind der drin? Ja, cool. Also das ist jetzt hier unsere Kitchen, oder was? Wollte ich... Also da weiß ich noch nicht. Ich war am Überlegen, ob man hier vielleicht irgendwie so eine Couch hinmacht oder so. Aber irgendwie gefällt mir das alles nicht, deswegen... Müssen wir nicht auch irgendwo noch einen Esstisch haben, rein theoretisch? Oder gehen wir draußen essen? Ja, man könnte da zum Beispiel auch einen Esstisch hinstellen. Man muss nicht jedes Mal rausgehen. Okay, aber ich gehe draußen essen. Du, du, du. Ja, klar, einen Esstisch habe ich halt auch schon überlegt. Ja, aber es ist ja übel cool, dass es solche Deko-Sachen gibt. Das habe ich ja noch nie gesehen in Minecraft. Ja, das ist auch eine Mod, ne? Ja, diese Furniture-Mod ist das, oder nicht? So. Ja. Hier habe ich jetzt mal einen Zaun dran gemacht, damit wir hier nicht runterplumpsen, weil das jetzt hier um einiges enger geworden ist. Ja, stimmt. Ja, dann, ja, das ist gut. Coole Die Idee. Die Tür habe ich nach links verschoben. Ja. Aber das ist ja nicht wahr. Ich will hier unbedingt noch einen coolen Sitz haben für mich, dass ich chillen kann. Ja. Hier habe ich jetzt so ein kleines Bedroom gemacht. Ja, mit Fernseher. Das ist aber wirklich minimalistisch hier. Bett in der Ecke und Fernseher. Vor unserem richtig geiler Röhren-TV, ey. Ja, ich habe hier keinen Platz. Es gibt auch ein Flat-TV, aber der kostet um einiges mehr in der Herstellung. Deswegen habe ich erstmal den Röhrenfernseher genommen. Funktioniert nicht. Oder wie geht das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe selber auch noch nicht heraus... Vielleicht kann man da YouTube-Video-Links reinmachen oder so? Das stimmt gar nicht. Der Modern-TV kostet genauso viel. Ja, dann würde ich mal sagen, tausche ihn dann aus, wa? Dann haben wir jetzt ein Flat-TV. Okay, Flat Screen. Ist denn in die Wand reingeglitscht? Warte mal, du musst den einen noch links noch packen. Der ist in nee. Ja, der ist in die Wand. Ach so, lol. Der muss nur einen nach links. Ah, der ist natürlich drei breit, ne? Das ist natürlich ziemlich unpraktisch hier für diesen Room. So geht leider nicht, ne? Ne. Ja, kannst du dir eine Lösung überlegen. Lass mal erstmal so. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen umbauen oder so. Ja, und hier wollte ich eigentlich eine Toilette innen machen. Oh mein Gott.
okay, ich verstehe jetzt, warum du gesagt hast, du hast wenig Platz. Ich hab halt wirklich keinen Platz. Boah, jetzt lass mich aber hier nicht stören. Guck mal im Chat. Drück mal die Taste. Achso, ich hab gerade den. Wow. Was? Raus hier! Raus! Hallo! Erstmal schön zugucken dabei, ne? Cool, ne? Mega cool, ja. Übel witzig. Aber es gibt zum Beispiel auch noch Badewannen und vielleicht will man ja im Badezimmer auch ein Schränkchen haben, aber. Hier ist kein Platz. Es geht halt einfach nicht, ja. Ja. Du müsstest halt gucken. Also, ich finde das Haus halt momentan von außen richtig awesome, von der Optik. Ich weiß halt nicht, ob du dir die kaputt machst, wenn du es größer machst, aber ich meine, wenn du es so ein bisschen breiter ziehst, nach links oder so. Theoretisch könnte doch auch hier ein Abhang sein, weißt du? Abhang, was meinst du? Das ist. Moment. Ach so, so ein überdachungsmäßig, oder was? Richtig. Ja. Dann würde ich nämlich hier einfach viel mehr Platz haben. Ja, überleg dir da mal was bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Aber das geht hier gar nicht, weil das auf Fensterhöhe ist. Das müsste einen runter. Ja. Nee, aber cool, die Deko-Elemente. Hast du sonst noch irgendwelche geändert da drin im Haus oder erstmal noch nicht? Nee, das war bisher das Einzige. Okay, dann würde ich sagen... Hier, so würde das dann aussehen. Ja. Kannst du mit Sicherheit machen. Musst halt nur noch irgendwie eine Säule oder so eine Stütze nach unten irgendwie bauen, ne? Dass das realistisch aussieht. Wohl. Nee, ich glaube, das wird sowas. Das geht ja doch noch, oder? Ja, das geht noch. Guck mal, und wie viel Platz ich mir dadurch jetzt gemacht habe. Ja, das geht auf jeden Fall. Alter Schwede. Ja, aber hier kommt ja auch noch wieder eine Wand hin, ne? Also ein Block geht ja wieder noch. Aber hier kommt eigentlich helles Holz hin. Ja, das muss ich dann halt alles anpassen. Ja, mach das mal in Ruhe. Ich würde sagen, also sehr cool das Haus. Ich freue mich schon drauf, wenn es fertig ist. Mega cool mit den Furniture-Mod. Nicht nice. Ich kann endlich mal nachvollziehen, warum du mal sagst, du hast zu wenig Platz, weil es ist eindeutig zu wenig Platz. Aber ich mache mich jetzt hier wieder an die Arbeit. Die Frage ist, wollen wir jetzt zuerst, also ist ja noch relativ Anfang der Folge, wollen wir jetzt zuerst den Brachiosauren mal ausbrüten, damit wir eventuell den Wachstumsvorgang noch in der Folge mitbekommen? Was hältst du davon? Ja. Dann würde ich sagen, ab an die Arbeit. Brüten wir mal den Brachio aus. Oh mein Gott, ich gehe ins Haus. Was höre ich da oben? Fräulein? Ich habe gerade das Brachiosaurus-Eck rausgeholt. Ich wollte es jetzt ausbrüten. Wer sitzt da oben auf dem Pott? Du denn hier schon wieder veranstaltet? Kann man hier auch rein in die Badewanne? Nee. Schade. Oh, lol. Diese Modern Leitern geklatscht. Wolltest du mitkommen? Ich wollte jetzt den Brachio ausbrüten. Mhm. Dann komm mal mit. Mit der Sache, die ich da gerade habe, da habe ich noch keine richtige Idee. Aber diese Sitzecke da, dafür ist es einfach zu wenig Platz. Also wenn ich das vernünftig gestalten will und so, dann muss ich, das geht dann nicht an der Stelle. Da muss ich mir gleich was anderes überlegen. Vielleicht ein Blumenbeet oder Bäume oder irgendwas. Also ist, denke ich, eine bessere Alternative hier für diese Stelle. Ich habe schon eine richtig coole Idee, auch mit Ranken und sowas, für so eine Sitzgelegenheit. Aber das werde ich wann anders machen. Ich werde jetzt erstmal den Brachio ausbrühen. Wie war denn das jetzt hier nochmal? Hast du den jetzt schon in den Kaltschaubett gepackt? Ja, ich habe schon das erste Ei dabei. Ich lege das jetzt hier gleich hin. Ich brauche ja eigentlich nur Fackeln und lege den dann in die Mitte, ne? Mehr war das ja nicht. So, dann gucken wir mal. Schaffe Galim. Wieso habe ich. Ah, lol. Okay, jetzt habe ich verstanden. Glaube ich. Ja, jetzt weiß ich, warum Marken das in den Kommentaren einmal geschrieben hat. Dinos cheaten. Keine Sorge, das haben, weil ich Schaffe Galimimus im Inventar hatte. Keine Sorge, das habe ich nur für ein Thumbnail gemacht. Weil ich dann mal eben ein Galli brauchte. So. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie wir die Gallis ausgebrütet haben. So, das dauert jetzt. Wer will denn der. Du willst. Du darfst den ersten Brachio haben. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Ach, stimmt, wir müssen ja auch noch tamen, ne? Du tamest automatisch, wenn du da dran stehst. Ach ja. Oh, es bewegt sich. Es schlüpft. Da. Ja. Hörst du schon Musik? Nein. Okay, ich nehme mich auch nicht. Ich glaube, du bist... Hast du Musik gehört?
Mm-mm. Oh, wieso ist keine Musik? Aber der ist ja übel süß. Mein Gott. Der springt. Der springt. Wie kann man denn nochmal ranzoomen? Ach, im C. Oh, wie süß. Versteckt sich im Gras. Da ist er. Hey, guck dich an. Oh mein Gott, ist der klein. Wir haben das Buch nicht mit, ne? Oh. Der ist voll kompliziert hier mit der Kamera. Ich glaube, der mag dich. Der ist auf jeden Fall nicht so wild wie die. Nö, überhaupt nicht. Ja, aber nicht ganz so schlimm, oder? Wie der springt. Wir müssen das Buch holen, ja? Ja, mach das mal. Der ist übel süß. Oh. Na, du kleiner Racker. Wie er sich freut. Das ist ja toll. Ich schaue nochmal eben, ob ich sein Compadre finde. Ich hoffe, das Gehege ist nicht zu groß. Nicht, dass der verhungert, weißt du? Davor habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. So. Der ist ja... Wo ist der jetzt hin? Der ist ja so klein, den finde ich ja nicht mal. Nein, wir haben hier nicht mal genug Food drin. Haben wir noch irgendwo Food? Ich glaube nicht, nee. Oh lol, weil ich im Game-Mode bin, habe ich noch ein Egg. Okay, das muss ich natürlich jetzt wegthrown. Ach, hier ist. Okay, ich bin tatsächlich Owner. Hat geklappt? Mhm. Mal gucken, ob das mit Muskatnuss hier auch funktioniert. Hallo. Nee, das geht nicht. Gucken wir das Fleisch rein. Oh, ich liebe Brachios. Nein! Was ist jetzt schon wieder? Oh, ich glaube, ich habe es wiederbekommen. Oh mein Gott, ich dachte schon. Ich dachte, der zweite Dings ist draufgegangen. Der Culture-Wert ist gerade explodiert. Echt? Ja. Und dann dachte ich, der Brachiosaurus, das Egg wäre draufgegangen, aber ich habe es wiederbekommen, Alter. Da ist so ein Monster rausgekommen. Und das habe ich dann zum Glück das Ei wiederbekommen. Also ja. Ein paar Zuschauer hatten ja mal gesagt, hier bei dem Sifter, dass man da Erde reinpacken kann. Und der siebt das dann praktisch so durch, weißt du? Ah, okay. Ja, cool. Und da kann man dann irgendwelche Überreste finden, oder was? Genau, deswegen hatte ich hier noch einen gemacht. Das heißt, wir können auch so Fossilien kriegen, oder wie? Also, ich habe da letztens schon zwei Stapel reingepackt und der hat anscheinend nicht gefunden. Es sei denn, du hast es da rausgenommen. Nee. Also ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sehr gering. Genau. Aber ich glaube, du kannst da ja auch Sand und so reintun, also nicht nur Erde. Ja. Was ist, so, kann man da auch dieses Frozen-Dings und so reinpacken vielleicht? Wird auch diese Frozen-Blocks und so. Ich weiß halt nicht, wo die sind. Ceratosaurus. Wir haben ja auch so viele Sachen, ne? Voll cool. T-Rex freue ich mich auch schon. Wir haben ja auch schon zwei Tyrannosaurus. Wieso haben wir zweimal die DNA? Haben wir die... Ne, wir hatten die wirklich zweimal gekriegt, ne? Ja, das letzte Mal. Ja, stimmt. Mega cool. Vielleicht können wir als nächstes ja den Tyrannosaurus machen. Ich will jetzt auch einen Brachio haben. Ich bin gerade neidisch. Warte doch mal. Achso. Das war noch nicht alles. Achso, Entschuldigung. Diese Stone-Tablets, ne? Die wir immer finden. Ja, die kannst du an die Wand machen. Das hast du mir schon mal gezeigt. Ja, genau. Aber die kaputte Version davon, meine ich, die brauchen wir. Wenn du hier bei der Workbench mal guckst. Ja. Du siehst ja dieses Schwert da, ne? Ja. Und wenn du da so ein Broken-Tablet reinmachst, kriegst du dann das... Heideschwert. Ja, richtig. Und wir haben ja hier zum Beispiel noch einen Helm drin. Den könnten wir auch heile machen und so dann damit. Ach, wie cool. Und dann kriegt man gute Waffen, oder was? Ja, das ist das, was ich herausgefunden habe. Ah, gut zu wissen. So eine nice Sache. Ja, ich mache mir mal ganz kurz... Obwohl, ist ja schon fertig. Stimmt, oder? Er ist so gut wie fertig, dann können wir auch kurz warten. So, er ist fertig. Mirion, wir können ihn ausbrüten. Okay, der Culture-Wert hat nämlich, sah gerade ganz, ganz komisch aus. War der schon wieder kurz vorm Exploden, oder was? Ja, irgendwie schon. Sah zumindest so aus. Ja, okay, aber wir brüten jetzt hier hoffentlich Brüderchen aus von deinem Brachiosaurus. Wenn es auch ein Weibchen wird, ist natürlich auch nicht schlimm. Aber ich wünsche mir trotzdem einen Junge. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder Game Mode noch angehabt. wegschmeißen. Tschüss. Ist sowieso besser, wenn du jetzt im Überlebensmodus bleibst, wenn du daneben stehst. Ja. Aber ich gehe mal eben noch ein Feeder für die machen. Mach das. Weil sonst... Ja. Oh, es schlüpft. Es wackelt.
kommt mein kleiner Brachio. Komm schon, trau dich. Oh, da ist er. Oh, er legt sich direkt hin. Er ist ein kleiner Faulenzer. Ach, der schläft, weil es Nacht ist. Oh. Oh, ist das nicht niedlich? Ach, wie toll. Oh. Er schläft. Ja. So. Owner der Dandymann. Mail! Ich habe einen kleinen Jungen bekommen. Ach, wie schön. Mail not found. Okay. Activity. Dog. Herbivore. Oh, dem geht's gut, ne? Den Dude. Oh, hier sieht man ja sogar, was die alles fressen und so. Interessant. Ja, cool. Ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Du weißt, dass die dann Babys machen, ne? Echt? Hm. Das ist doch schön. Kann ich. Oh, er schläft auch. Oh. Was ist denn deiner? Hier hinten. Ja, jetzt haben wir zwei Besucher da vorne. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir die mal in Ruhe schlafen. Du hast jetzt ja schon einige Fieder hier verteilt im Gehege, das ist schon mal gut. Hast du die auch schon befüllt? Nein. Okay, ja, dann befüllen wir die noch und ich mache mich dann mal hier ein bisschen an die Deko. Oh, der Brachio tanzt. Siehst du das? Wie süß. Alter, der tanzt ja richtig ab. Ist das dein oder meiner? Deiner. Jawoll, Ehrenmann. Der ist noch hier hinten. Er ist richtig cool drauf, mein Brachio. Ich hoffe, der frisst jetzt auch was davon. Alter, der spackt richtig ab. Kleiner Mann, alles wird gut. Alles wird gut. Du hast die so ein bisschen im Auge, ne? Weil ich wollte mich jetzt hier ein bisschen an die Bäumchen machen. So, dann gehe ich mal wieder zurück in die Bude. Ja, mach das. Ding-dong. Hast du geklingelt? Mhm. Finde ich voll cool, dass man das kann. Ich versuche jetzt mal hier vernünftige Bäumchen zu gestalten. Ich meine, die können ja sogar ein bisschen künstlicher aussehen, dass man die so sozusagen schön geschnitten hat, ne? Wenn man so Dekobäume hat, die müssen jetzt ja nicht so natürlich aussehen, wie das aussieht. Ja, weiß ich auch noch nicht. Wenn ich hier das noch ein bisschen nachher gestalte, könnte das sogar ganz schnieke sein. Denke ich mal. Dann machen wir mal den gleichen Baum nochmal. Hier unten. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Dann sollte das passen. Genau. Im dritten haben wir das. So, ich habe jetzt zwei Bäume fertig. Kannst ja mal gucken, komm, wie dir das gefällt. Das kann man doch sicherlich noch gut ausschmücken, oder nicht? Findest du die? Was meinst du mit ausschmücken? Ja, irgendwie, dass man entweder hier noch Zaun vormacht oder irgendwie Blumen da rum macht oder Gras oder was weiß ich. Oder Blumen wären noch schön, oder nicht? Ja, aber dann nicht mit Gras oder willst du die, kann man die auch in Erde machen? Ich weiß es nicht. Weil was haben wir denn hier für Blumen? Die sehen schön aus. Die mag ich. Lass mal weg. Wie findest du die? Du kannst dich ja ein bisschen abwechseln, ne? Ja, hast du noch andere am Start hier, die gut aussehen? Wo findest du die denn? Ach, da. Einfach da unten. Vielleicht Mohn oder so? Ich weiß es nicht. Löwenzahn. Wird hier hinter auch vielleicht noch ein bisschen. Ja. Ja, das sieht doch schon cool aus. Schon ganz schick aus. Aber hier müssen wir uns irgendwie noch was überlegen. Das sieht irgendwie mit diesem Grasding hier noch komisch aus. Wollen wir hier vielleicht noch Geländer vormachen oder sowas? Hier so? Zumindest bis hier zum Rand?
Könnte man eigentlich machen, ne? Warum machst du dafür das Gras jetzt? Ach so. Ich will da wieder Stein untermachen, glaube ich. So wie davor. Ich weiß halt nicht, ob das gut aussieht, aber... Was hatten wir da für Stein genommen? Ich glaube, normalen, ne? Aber dann müsstest du theoretisch überall so einen Zaun dran machen. Okay. Auch hier vorne nach dem Eingang, weißt du? Da können wir ja mal gleich gucken. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das hier machen will, weil das hier halt eine höher ist. Macht man das denn dann? Macht man da auch noch oben ein Zaunstück hin? Den Zaun hatten wir genommen. Zaun. Das war hier doch... Holz. Hier im Holz, genau. So würde man das dann machen, oder? Ja. Und wie gefällt dir das? Sieht auf jeden Fall schöner aus, oder? Wenn hier was ist. Hast du gerade Stein am Start? Ich habe kein gutes Inventarmanagement. Moment. So. Weiß halt nicht, ob ich das so feiere hier mit den Dings hier oben. Könnte man das dann nicht eher so machen? Sieht doch schöner aus, oder? Die ja, aber die dann... Leute könnten dann theoretisch hier drüber hüpfen. Ja, aber der Zaun, dafür ist er ja nicht da, oder? Vielleicht könnte man da hier noch was anderes drauf machen oder so. Eine Lampe oder irgendwas. Also ich hätte das jetzt so als Geländer gewertet, weißt du, wo man sich auch dran festhalten kann, so alte Leute. Ja, aber dann so eher, oder? Keine Ahnung, Mann. Ja. Ich finde das gut so. So? Ist einer zu viel, ne? Ja, so ist gut. Darunter müssen wir nochmal eben die Säule machen. Das sieht auch komisch aus. Aber der frisst, ne? Der Brachio. Ihn erwischt. Mhm. Genau gesehen dabei. Hast du denn auch das Geräusch gehört? Ja, ja. Oh, guck mal. Okay. Kommt hier an die Scheibe, als wenn ich ein Gast wäre. Hallo. Na? Willst du mich begrüßen? Boah, die sind ja richtig süß, die Kleinen. Ist ja mega schön. Die scheinen auch viel anhänglicher zu sein, so die Kleinen. Also als die Gallis. Die Gallis sind ja mega wild so. Die sind, keine Ahnung, die machen mich ganz hibbelig. Ja, aber Brachios waren ja auch ursprünglich gesellige Tiere. Ja. Weil die Dings, die machen mich echt hibbelig, die... ja, Gallis. Die sind ganz schlimm. Ganz schlimme Wesen. Aber gehören meiner Meinung nach auch in einen Park auf jeden Fall rein. Von daher. So, machen wir mal noch ein bisschen weiter. So, ich habe noch fleißig Blumen hier gemacht und Miriam hat gerade eine Parkbench entdeckt. Und die sieht ja mal mega cool aus. Das Einzige, was halt doof ist, ist der Untergrund, aber da müsste man dann was anderes machen. Wollen wir dann mal überlegen, hier an der Ecke so zwei zu machen oder so? Ich würde die auch nicht zu breit machen. Ich weiß nicht, ob drei nicht schon zu much ist. Ja, ich würde jetzt auch sagen zwei. Ja, oder so über Eck. Gibst du nicht einen Mülleimer? Dann könntest du hier... Genau, so. Zwei. Nee, so meine ich nicht. Also sozusagen... Ah, warte, ich zeig's dir anders. Da eine hin. Da eine hin. Und in die Mitte einen Mülleimer. Weißt du? Hier dann in den Mülleimer zum Beispiel hin. Das wäre doch cool, oder nicht? Es gibt die auch noch in anderen Farben, ne? Mach mal eine andere Farbe, wie die dann aussehen. Das ist ja mega cool. Mülleimer gibt es doch sicherlich auch, ne? Das ist ja... Oh, das würde ja... Weiß nicht, was gefällt dir besser? Puh. Also das Dunkle wäre zum Beispiel wieder ein guter Kontrast, ne? Ja, das wäre passend. Dadurch, dass wir hier überall hell benutzen. Ja, wir müssen uns aber noch überlegen, was wir... als Untergrundfarbe machen und ob es wirklich jetzt wie findest du das jetzt mit den Bäumen? Ich habe jetzt noch einen dritten dazu gemacht und mehr Blumen. Ja, finde ich schön. Ist gut, ne? Ja, und was wir hier für einen Untergrund machen und ob es so ein Mülleimer-mäßiges Ding gibt. Ist halt auch die Frage. Ja, Mülleimer haben wir doch auch im Haus. Ja, eigentlich können wir so einen Mülleimer dahin machen. Und als Untergrund weiß ich halt nicht, welche Farbe man denn weiß vielleicht? Meine Güte. Ja. Also daran hatte ich jetzt auch eher gedacht. So, Miriam und ich haben das jetzt hier fertig gemacht soweit. Das sieht schon ganz schön aus. Wir haben auch so eine Laterne hier uns rausgesucht.
Das Problem ist nur natürlich diese Sachen. Glowstone ist eine Sache, die cheaten wir uns nicht. Das heißt, da müssen wir gleich mit richtigen Ressourcen auf jeden Fall ran. Ja, dazu brauche ich gleich einmal Miriams Hilfe auf jeden Fall. Weil ich habe keine Ahnung, wie das mit der Schüssel-Dings geht. Also wie man so einen Glowstone-Block herstellt, das weiß ich natürlich. Oh, guck mal! Was ist los? Wir liegen beide nebeneinander und schlafen. Oh, ich komme. Oh, ich muss fliegen. Es geht ja gar nicht anders. Ich komme sonst da nicht rüber. Wo sind die kleinen Süßen? Oh, die sind ja direkt an der Scheibe, wenn man dann hier... Oh mein Gott. Man kennt auch, welcher größer ist. Wie witzig ist das denn? Die kuscheln ja richtig. Ist ja super süß. Ich leuchte hier mal kurz aus. Nicht, dass wir gleich... Auch Creeper da drin haben oder so, ne? Hm. Das ist eine gute Idee. Da hier ist schon Zombie gespawnt. Ja, gut, dass du daran gedacht hast. Nicht, dass hier unsere Dinos sterben dadurch. Jetzt schauen wir nochmal schnell bei Miri vorbei. Fängt gerade auch an zu regnen. So, guten Tag. Dann zeig mal her. Was hast du noch Schönes gemacht? Time Day. Und draußen, hinten. So, ich dachte, du kommst vorne rein. Nee. Was hast du denn da? Ein Trampolin? Hey. Was sieht? Ja, komm. Ich bin dabei. Erstmal Grill, ja? Oh mein Gott, wie cool, ja. Das muss sein. Ja, auf Grill bin ich immer dabei. Ah, mach mal das scheiß Wetter hier. Sonst sieht man das nicht so gut. Ja. Oh, da ist echt ein Trampolin. Ja, stell dich mal drauf. Oh mein Gott. Und halt, lass einfach los. Mach nix. Wie hoch fliegt man denn noch? Ja, sehr hoch. Oh, wie geil. Woo! Let's jump. Das ist ja richtig cool. Boing. Ja, und das gleiche funktioniert hier auch. Wenn du hier ans Ende gehst und dann einfach einmal Leertaste drückst. Und da oben, ich sehe schon, du hast ja richtig eingerichtet hier wieder. Ui. Oh mal. Oh, wie witzig. Das war nix. Ich habe oben, ey, das ist ein guter Sprung. Oh, hier steht auch was. Füße abtreten. Alles klar. So. Oh, hier ist auch ein Tisch gebaut jetzt. Ja. Eine Microwave, auch nicht schlecht. Da kann man sogar Essen warm machen. Okay. Was hier noch? Ein Toaster. Ein Toaster. Auch noch. Ja. Dann haben wir das Badezimmer. Aber das hast du, glaube ich, gerade schon gesehen. Ja, ne? Das habe ich schon gesehen. Aber hier die Jalousien. Oh, wie cool. Kann die halt echt ziehen. Ist das nicht cool? Ja, ist übel nice. Und hier habe ich das jetzt ein bisschen anders. Das sind die normalen Glasscheiben? Das sind schwarze. Oh, die sehen cool. Die sehen übel cool aus. Ich finde die cool, weil die so einen Rand haben, weißt du? Sieht nice aus. Ja, aber wenigstens so ein bisschen abgedeckt. Dann passt das auch mit dem Fernseher, mit den Glasscheiben. Da oben, das ist richtig. Das finde ich ja so geil, ne? Ja, ich finde, richtig gut. Das würde zum Beispiel auch, also diese Dinger würden doch auch zu Jurassic passen, oder nicht? In so einer Halle oder so von Jurassic Park? Ja. Ja, sicher, das passt auf jeden Fall. So im Besucherzentren oder so. Allgemein die Optik sehr cool, auch mit der Fackel und so. Das passt allgemein richtig gut in Jurassic Park. Guck mal, was für eine schöne Aussicht wir auch haben von hier. Auf unsere Gehege. Ist das nicht wunderbar? Mhm. Und hier vorne habe ich noch eine Fußmatte. Ja. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Der Miri Home. Oh, ich habe es gar nicht gelesen. Was habe ich jetzt nicht verstanden? Ja. Dass ich mich mit dem Damiri Home hier verabschieden wollte. Ach so, ja ist gut. Egal. Leute, falls euch das Video gefallen hat, ich weiß nicht, wie lange es geworden ist, ist immer sehr schwer einzuschätzen. Kann mal sein, dass eine Folge länger ist, kann mal sein, dass eine Folge kürzer ist. Ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich, oder würden wir uns sehr über ein Like freuen. Gerne hilfreiche Kommentare unten in die Infobox oder ach, wie auch man das nennt, keine Ahnung. Und ja, in ich die will Kommentare das, meinst du, oder? Ja, whatever. Und ich würde sagen, Miri hat das letzte Wort. Nein. Doch, das ist immer das letzte ich. Wort. Du hast das letzte Wort. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Tschüss.